Herr Daniel? Ganz oben an die beiden. Leg hier oben eine Claymore. Ja, genau. Ich wollte entdecken, die haben Kamera ausgeworfen. Moment, oder nee, hier ist noch eine Außencam. Moment, dann, ich sag dir wo. Ich habe auch eine gerade geholt. Hier oben, wo ich jetzt gerade bin. Genau. Ach, Stefan hat die schon gelegt. Weiter? Stopp. Ja, genau da. Du bist richtig, Die beiden Fenster da. Ja, genau. Ganz oben. Oh, einer ist unten rausgelaufen. Oh nein, ich bin runtergefallen. Dem habe ich nicht gerechnet. Daniel, kannst du dich um Stefan kümmern vielleicht? Ja, mach da. Ach, danke. Okay, und cool. Ich habe einmal gefetchert. Aber Bandit ist tot, das heißt, falls kaputt ist, dann kriegt der nicht mehr neu hin. Nice. Alles am Fenster, hier vorne am Doppelfenster, am Einzelfenster. Ein Stock. Irgendwer tut sich gerade selbst weh, oder ist das Twitch-Drohne? Das war ich mit meiner Twitch-Drohne. Ja, mach ruhig. Pass auf, da ist das Fenster auf. Ja. Oh, der ist unten rausgelaufen. Ja. Ja, passiert. Der Jäger ist jetzt im Raum. Jäger ist im Raum. Der Guck geht jetzt zum Fenster. Nee, jetzt geht er zum der geht jetzt zu Raff. Raff, duck dich weg, ich probiere mal ein bisschen zum Laufen. Da sind beide. Da sind zwei. Ja. Schön, Stefan. Nice, Kill gezogen. Schön, Stefan. Wo ist der denn jetzt ungefähr? Im Neben, in diesem kleinen Verbindungsraum. Durchgang. Ich komm von der anderen Seite. Ich renn durch. Ganz links in der Quer schon. Ach, gut. Nice. Ey. Messe mir noch die Granate hinterher, oder was? Ach, warum geht der denn nicht auf die Granate? Naja, das war Paschi. Der Hacker, der Alte. Hackerman. Das Bild war geil. Der alte Schlawiner. Der alte Schlalaxer. Ich leg da die hoch, wa? Nehme ich mal das große Kuckchen mit. Was schaffe? Die drei Fenster. Drei Fenster. Zwei so, zur einen Seite und eins so ein kleines. Wir machen dir die auf. Genau. War gut, dass du fragst. Nice call. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Wer macht Falltür? Valkyrie macht Falltür. Ich kann Falltür machen. Ja, okay, mach du Falltür. Aber musst du nicht sowieso hoch? Ich muss eh hoch, also. Ja, dann mach du, dann mach ich hier unten zu und mach Strom. Twitch-Drohne ärgert mich. Ja, hier brauchen noch zwei Wände. Raff, gleich wenn du dich umdrehst, die Wand, die können wir noch machen. Habt ihr die? Gut. Eine Wand habe ich auch noch, also. Ja, Raff, mach ein Fenster noch und dann. Machst du, Daniel, machst du die Dreierwand mit? Hier, die Doppelwand hier, noch? Hier haben wir alles, gut. Und zur Küche hin vielleicht noch mal gucken. Ich geh hoch. Ja. Hier die Wand, falls noch einer eine Wand hat, die hier. Und dann schön in die Ecke. Ja, aber dann kann ich durchs offene Fenster nicht gesprayt werden, das ist schon ganz gut. Also, schadet nicht. Oh. Ich kann ein bisschen Camps machen, ihr müsstet dann aber sagen, wenn was los ist. Glass, also schön wegducken. Küche wird getwitcht. Oben auf dem Dach wahrscheinlich, chillt. Stefan denkt dann, der hat viel, viel bessere Sicht durch den dreckigen Wix-Thermalvisier. Ja, Küche ist Fenster aufgegangen. Oh ne, die waren schon oben drinne bei mir, der Rekrut kam schon hoch. Ja. Ist das die Pfeilium? Was haben die denn gerade aufgemacht? Scheiße. Jetzt Pfeiltür. Twitch ist vor der Einzeltür.
Also die Drohne fährt rein. Hab sie leider nicht bekommen. Die Drohne jetzt über euch. Im Raum. Einer ist in der Küche. Ja, fuck. Ist in der Küche. Der schmeißt Rauch ran. Das sind zwei. Wo ist der rein? Falsch hier. Ich hab den nur angefragt. Küche hängt noch mal draußen, Passi. Hab zwei. Oh, fuck, da kam Twitch rein. Wo? Nur noch Twitch. Küche. Die ist markiert. Das ist die eine, das ist die letzte. Das ist Küche. Da. Draußen in der Nähe. Ich markiere sie. Jetzt ist er in den Flur gegangen. Flur, Einzeltür. Ja, dahin bleibt doch euch eben. Also Küche ist sauber, Daniel. Seht ihr auch noch, falls die Falltür geht? Küche. Die hat jetzt erstmal die Cam. Na gut, ich hab, weil ich sie markiert habe halt. Ich versuche zu verarschen. Immer eine Seite, andere Seite. Ist der Einzeltür. Seht ihr noch Falltür? Einzeltür ist... Ja, wenn sie hochrennt, ja, die scheint hoch. Nee, die ist bei Einzeltür. Die geht jetzt rum. Richtung Übergang. Na, da kommt sie nicht lang. Ja, Einzeltür. Einzeltür, Daniel, ne? Nicht gucken, Daniel. Die schlägt dein Stacheldraht vorne auf. Die rennt, glaube ich, gleich rein. Ich markiere sie weiter. Sie kommt, sie ist drin. Kleiner Raum. Die ist in einem kleinen Raum. Daniel, chill. Nice. Ja, aber. Hä, Moment, wie geil. Daniel, chill. Nee, Moment noch. Hast du ja Glück, nice, dass das nicht an meinem Strom kaputt gegangen ist. Das, ja. Weil Daniel hat das im Griff. Der Gerät. Minuspunkte. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät wird wirklich nie müde. Fleisch, schweißfrei. Ich liebe das schweißfrei. Turn off bitte. Oh, jetzt muss ich ja mal wieder ein paar Kills auf meiner Map machen, ey. Ich mal Stefan. Der Biohälter muss jetzt lokalisiert. Ich mal Stefan. Die sind bestimmt unten drin, die Lutscher. Die Lalalalalutscher. Und bestimmt nochmal Karten rum. Wieso nochmal? Ja, oh. Ich glaube, doch unten. Bootsvorräte. Da, wo wir waren? Ja, okay. Nee, Bootsvorräte, Mann. Ja, ist ja gut. Ich bin im Übergang. Valkyrie, Deutscher, zwei Deutsche. Ich bin im Overgang. Overgang. Ich check gerade mal Umkleideräume und so. Ja, einer läuft Übergang. Ja, es ist Kapkan, glaube ich. Nee, Bandit ist der Kapkan. Der unten in der Garage. Ey, Frost ist noch und Kapkan haben sie noch. Ja, der hat unten Garage aufgemacht. Ja, aber ich hab den gesehen, der läuft zurück. Ach, die Nutter. Ja, nicht mal nicht. Da ist raus. Unten. Frost ist draußen. Wo rennt die hin? So. Ich dachte schon irgendwo. Ihr müsst von hinten mal die Garage da gucken, ne? Ja, ich geh nochmal in die Drohne jetzt hier hinten. Übergang hat der Fenster aufgemacht. Ist das Bandit? Hast du das sehen können? Weiß ich nicht, kann ich nicht sehen. Nee, das war viel zu weit. Jäger ist unten, der rennt da offensiv rum. Also unten im, so im Nebenraum. Oh, oben, hier oben, die Tür. Oh, hab Bandit. Ja. Ich hab irgendwen anders, Valkyrie glaube ich, ja. Valkyrie hast du. Eben war Jäger noch sauber. Offensiv. Ich fetch ja jetzt den mal. Ich, ne? Wie da oben war. Ja, lass mal ein bisschen zu, dass man noch hört, wenn einer durchkommt. Hier hat irgendjemand was aufgeschlagen. Die Frostmatte, die hat Frostmatte nach draußen gelegt. Von oben könntest du reinfusen. Ja, da bist du drin. Ey, du musst aber ganz nach hinten in die Räume, ne? Da, wo auch Bereich sich dann ist. Über dem Ziel einfach. Genau, über dem Ziel einfach fusen. Offensiv sein irgendwo. Ja, Jäger war eben offensiv. Im Flur ist der. Ich hab meine Drohne gerade nicht hier. Oh ja, ich würde gerne eine Granate hinwerfen, aber leider ist da irgendwo ein... Auf A hab sie. Nice.
Einer ist im Raum hinterm Behälter, Daniel. Jo. Hab irgendeinen. Jäger im Flur. Das heißt, Jäger ist im Flur. Er ist auf Klo. In dem Klo ist er jetzt im Flur, ja. Ach Mann. Den Raum sichern und den Biobehälter. Ja, der ist noch hier draußen. Er ist drin. Ja, ich war fest leider noch. Ja, hab ihn. Ich war überrascht, dass der auf einmal so reingelaufen ist. Falsche Ecke hat er komplett ausgesucht. Ah, das ist ja mir. Ich dachte eigentlich, er hätte mich gesehen, weil ich habe ihn ja auch gesehen. Ja. Chill, nichts sagen. Nee, was aber Stefan? Wie war das ja, ich meine, ihr müsst ja auch mal wieder Leistung bringen. Ich muss mich auch zurückhalten mal. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Gefahrgutbehälter schützen. Die eine kleine Außentür neben den Garage. Hier draußen, hier kommt nach vorne zu mir. Und dann den Raum hier gleich zumachen. Da an der Seite rein, den kleinen Gang. Wir haben den Gefahrgutbehälter lokalisiert. Ja, genau. Und dann die Einzeltür, genau, und dann die beiden Einzeltüren. Kamera in Position. Bleiben noch 10 Sekunden. Muss jetzt noch raus? Die waren eben, glaube ich, relativ schnell, ne? Ja, mach ich. Ja, relativ schnell, also beeilt euch. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Gerät wurde aktiviert. Aber warum haben wir denn die Wände hier zugemacht? Welche denn? Die hier. Ich hab die nicht zugemacht. Ich hab meine einen draußen. Ich hätte nur eher die Wände hier zumachen sollen. Ja, merkt also ja, lieber den Raum hier innen zumachen als außen. Richtig. Nee, jetzt hier nicht. Oben ist, glaube ich, aufgegangen. Ja, ich glaube auch diese Tür unten da in deine Richtung, wie war das? Von draußen habe ich gar nichts gesehen. Echt? Ja, die sind jetzt bei der Fight Your Fuse, haben die. Ich habe aber beide reingelegt, oder drei. Fuse den kleinen Nebenraum. Meine Position wurde entdeckt. Oben läuft auf jeden Fall noch Fuse rum, Passi. Shit. Oh, jetzt war's zu viel Fuse. Ein Kämpfer des Trupps verbleibt. Nicht gut. Ja, ich habe keine Chance gegen die. Scheiße. Ich bin nur noch markiert. Ja. Schade. Ja, Fuse war böse. Dann bleibe ich, vielleicht, wenn wir es nochmal. Nee, ich glaube nicht, dass. Ah, wohl. Ja, wenn wir nochmal müssen, machen wir das nochmal, dann. Wir hören uns jetzt einfach den Angriff, alles hin. Cool. Sie hören uns einfach, stimmt. Gute Idee eigentlich. Ja, wenn die nur mit Fuse gewinnen können, okay. Gehen die auch nochmal hin unten? Ja, ich will hier unten im Tower. Nichts. Ich hab da Mut. Ja. Ich bin Übergang näher, Lukas. Ja, ich bin auch Übergang. Ja, die sind ganz oben. Okay, Daniel, diesmal legen. Stefan, leg du wieder deine Claymore oben und Daniel, wir legen die Claymore da. Ich hab keine Claymore dabei. 10 Sekunden. Ach, scheiße, Mute haben wir jetzt. Okay, Daniel, dann legen wir lieber die Claymore oben. Also, ja, aber ihr könnt auch ruhig unten legen, ne? Ah, nee, ich glaube, ich bin zu langsam dafür. Ja, die hat ein Doppelfenster offen.
Im Übergang ist auch was offen. Ja, aufpassen. Geht jetzt mal auf die Dächer, da ist man meistens safe. Fenster Richtung Tür gedreht, also so, dass falls er aus der Tür rausläuft und um die Ecke läuft, stirbt. Ja, da war einer, den habe ich dann aber geholt. Ich habe eine EMP-Granate geworfen. Ach, du weißt, wo Fusen, ne? Ja. Ist er mute? Ja, der wird ja wahrscheinlich immer wieder ein... Okay, gut. Der liegt direkt hier vorne, da hinter so einem Teil. Splittergranate! Angefragt. Ist weggelaufen. Einer kommt hinten raus. Hab ihn down. Das Stock, scheiße, schieß! Stock. Hab ihn. Ah, oh, ich hatte mein Magazin verballert, ey. Glück gehabt. Ist der da hinten beim Tower? Hab ihn down. Sind die alle oben oder was? Keine Ahnung. Ich höre hier noch was gerade. Ich habe hier gerade noch irgendwas gehört, Passi. Glaube ich zumindest. Außer du warst das. Kann sein, dass ich runtergehe. Ich bin runtergefallen. Was da könnte das gewesen sein? Jetzt, ne? Bleib du hinten, dann gehe ich zu Daniel. Immer noch. Nice. Hab ihn. Boah, das ist an einem Zwischenraum. Gefahrgutbehälter lokalisiert den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Feindliche Aktivitätssicherung des Raums. Kavera. Von wo? Hab hinter mir, die kamen in den Raum rein. Hab Jäger. Ja, dann geh durch den Durchgang, markiert. Ich pass hinten auf. Markiert. Oder Lukas, passt du da auf? Komm, Jörg, komm. Hab sie. Ja, Lukas. Hat sich gerade weggedreht, die bisschen Glück gehabt. Ja, sauber. Guck, sag ich doch, wir gewinnen die Runde jetzt hier. Oh, müssen wir uns was überlegen? Bleib ich das nächste Mal direkt oben, Pokor? Z, sag ich nur. E, Z. Wie passiert es vor mir mit 60 Punkten? Ah, das kann nicht sein, ne? Spaß, nice, Glückwunsch. Sieht man es auch offiziell, dass du der. Wobei, ich glaube, du warst gerade schon vor Passi im Rang, ne? Wo, was? Ich glaube, du bist Gold 2, ne? Gold 2, ne? Ich? Passi? Ja. Ja, Daniel war ja gerade schon Gold 1, also war der schon vorher vor dir im Rang. Und, was sagt uns das?